der Podtank normal. Also, am besten wäre es hier mit zwei Tanks ranzugehen, aber es geht auch mit einem hier. Das kann man sich selbst ein bisschen aussuchen. Und hier tauchen Gegner auf, die ihr sehen könnt. Die müssen weggeballert werden, so macht der Boss mehr Schaden. Man kann zum Beispiel jetzt, wie wir es gemacht haben, einen hinstellen, der sich um die Adds kümmert, während die anderen dauerhaft Schaden auf den Boss machen. Dann geht nicht so viel verloren. Oder halt jeder Damage-Dealer kriegt eine Position zugewiesen, wo sie herkommen. Es sind nur vier Positionen und schießt sie weg. Das kann man sich selbst entscheiden, wie man es haben will. So, bis jetzt noch alles easy going, ne, wie man sehen kann. So, jetzt ist er nicht mehr angreifbar, besser kriegt kaum Schaden. Jetzt muss man die blauen Bälle kaputt machen. Schafft man das nicht schnell genug, die blauen Bälle kaputt zu machen, dann sterben alle instant. Und dazu kommen noch 5 Runden von vorne und von links mit diesen Kugeln. Wenn eine Kugel jemanden erwischt, ist man nicht sofort tot. Man hat so eine Art Debuff, man ist wie vergiftet. Hier in dem Normal-Mode kann man das sogar noch überleben mit bisschen Glück. Im Hard-Mode ist man auf jeden Fall tot, das kann keiner heilen. Das heißt, hier ist Movement gefragt. Das heißt, ich bin hier, ich verliere Leben. Also hat mich eine Kugel erwischt, aber dadurch, dass es Normal-Mode ist, überlebe ich es noch gerade so. Also es ist wirklich knapp. Im Hard-Mode, wie gesagt, unmöglich auszuhalten. Wenn ich mich recht entsinne, hat dieser Boss auch diese Variante, dass er den Tanks so einen Debuff draufhaut und immer mehr Schaden an ihnen macht, sodass sie immer wieder mal Akku-Wechsel machen müssen, wie ich es am Anfang erklärt habe. Der Pot-Tank Hard Mode verändert sich eigentlich nicht weiter, außer dass er mehr Schaden macht und diese Ads sind viel schneller und diese Kugeln, die gleich angeflogen kommen, sind viel schneller und stärker und also, wie gesagt, außer dass die Ads schneller sind und die Kugeln schneller sind, verändert sich eigentlich nichts. Aber er ist trotzdem recht schwierig gewesen bei uns im Umstieg und so weiter. Genau, ein Tipp noch. Wenn man über die Kugeln springen will, ist es am besten, die maximale Reichweite zu haben, wie weit man sich porten kann. Und genau wenn die Kugeln sich in der Mitte davon befinden, dann auf Teleport zu drücken. Dann ist man ziemlich sicher, dass man durchkommt. Das Event. Wie ihr sehen könnt, sind so lila Steine drin und jetzt tauchen halt 3 Minuten lang Gegner auf, die keine wirkliche Herausforderung sind. Man kriegt auch eine Truhe danach und hier gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. So, hier sind wir bei Seamstress, den 4. Boss und der kann sich heilen. Also im Moment haut er noch den Gegner ein, das ist nicht weiter schlimm. Auch hier werden 2 Tanks besser, die sich immer wieder nach 4 Schlägen da die Akku hin und her tauschen, weil der auch so einen Debuff hat, nenne ich es mal. Jedenfalls am gewissen Schaden fängt er an, sich zu teilen und dann muss man diese geteilten Dinger, da sind sie, gleichzeitig umbringen. Also das ist, man muss es relativ genau machen. Hier im Normal-Mode geht das vielleicht noch in, keine Ahnung, 3, 4 Sekunden, 5 Sekunden hat man noch Zeit, die zu töten, also was das gleichzeitig gilt. Im Hard Mode ist es viel schwerer, das vielleicht 2 Sekunden. Genau. Und diese Duplikate machen auch noch diese AOEs dort. Den muss unbedingt ausgewichen werden. Sagt, es sind beide gleichzeitig tot und jetzt können wir weiter Schaden auf ihn machen. Wichtig ist, schaffen es nicht, die gleichzeitig umzubringen, dann heilen die sich wieder. Man fängt wieder von vorne an, eine Kopie kaputt zu machen. Und dauert es zu lang, dann verschwinden die Kopien und der Boss heilt sich. Und das kann auch richtig Brühe werden. So, der Hard Mode Seamstress. Im Endeffekt verändert sich hier nicht viel, also er teilt sich wieder und so weiter. Nun muss man halt diese Teilungen viel schneller umbringen. Aber es gibt ja noch eine wichtige Sache. Der hat einen Cast-Balken jetzt. Wenn dieser Cast-Balken nicht unterbrochen wird, dann wird es sehr schmerzhaft für die Gruppe. Darauf muss man aufpassen. Und noch die Ads haben eine, also seine Kopien da, haben auch noch eine tolle Funktion. Wenn beide an dem Boss stehen, dann bekommt der Buffs und wird stärker. Also muss man einen wegstellen, wie man sieht, die linke Seite stellen jetzt weg. Muss man jetzt vom Boss wegstellen, während der andere am Boss stehen bleiben kann. Darauf muss geachtet werden. Halt, da kommt wieder Wellen, das kennt man ja alles noch vom Alten. Genau. Ja, ist schon ziemlich anstrengend, also auch wenn es so einfach aussieht, wie wir das gerade machen, es ist viel Übung, das werdet ihr doch mitbekommen, solltet ihr das Spiel spielen. So, jetzt sind beide Kopien tot, jetzt geht es weiter auf den Boss. Und wie gesagt, der Cast-Balken muss unbedingt unterbrochen werden, dann sieht man ja unter dem Namen da. Machen meistens die Heiler. So, ich nenne jetzt einfach mal den Warrior, weil der Name ist einfach viel zu lang. Jedenfalls verteilen sich die Leute ein bisschen und machen 2 Grüppchen.
Ne? Am besten mit einem Heiler. Also der Heiler ist der Leader von einer Gruppe. Ein bis zwei Tanks. Zwei Tanks wären sogar besser wieder, damit man einer mit dem kämpfen kann. Der andere kann dort hinten, da seht ihr eine Armbrust, die muss man benutzen. Eine stationäre Armbrust. Wenn er dieses rote Schild macht, was er jetzt macht, muss man dieses wegballern. So, und dann macht er zum Beispiel noch diese Minions, wie man sieht, diese Mini-Dinosaurier. Und die rennen auf einen zu. Die tun, also einer taucht auf und will einen auf jeden Fall töten. Sobald dich berührt, bist du tot. Ganz einfach. Da ändert sich nichts dran. Du bist einfach tot. Deswegen müssen die Leute diesen Dinosauriern ausweichen, wenn es nicht anders geht. Und noch dazu kommt, man muss in diese grüne Kreise in die Kleinen rein. Nicht irritieren lassen von den Heilkreisen. Weil sonst sterben alle. Also wenn nicht genug Leute drin sind, ich weiß gar nicht wie viel, 3 oder 4, dann sterben einfach alle. Deswegen ist es hier gut, die Heilerkugel reinzumachen, weil die zählt als eine weitere Person, das ist wirklich nützlich. Bedenkt die Rotation, die ist ganz wichtig. Also ihr bleibt aus den Kreisen raus, denn wenn ihr in die Kreise reingeht, bekommt ihr Schaden. Wenn ihr mehr Leute im Kreis drin sind, bekommt ihr weniger Schaden. Am besten noch so ein Heil-AOE reinschmeißen vom Heiler. Geht zusammen rein. Passt aber wiederum auf, von wo der Dinosaurier kommt und wen dieser Dinosaurier angreift. Zum Notfall geht aus dem Kreis wieder raus und kitet den Dinosaurier, wenn es nicht anders gehen sollte. Sonst versucht immer zum Schluss in dem Kreis drin zu stehen, sonst kann es sein, dass alle sterben. Geht wieder raus, am besten zur Seite, wo diese Kreise nicht spawnen. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an, immer und immer wieder. Der Hard Mode. Naja, was soll man dazu sagen? Hier werden wieder zwei Tanks gut, die auch den Boss immer wieder abspotten aller 4 Schläge und so, damit sie nicht so viel Schaden bekommen. Und ja, außer dass die Mobs jetzt schneller zu einem laufen und die Fresse polieren, das werdet ihr gleich sehen, da kommt er schon, ändert sich eigentlich nicht viel dran. Aber es ist trotzdem ein ganz schönes Stück schwerer, das werdet ihr dann schon mitbekommen. Das habt ihr schon.